Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge City Skylines. Ja, da sind wir auch schon wieder. Gucken wir mal, was die Stadt noch zu bieten hat. Hier ist noch eine Menge Platz verfügbar. Aber wir wissen, es ist bereits möglich, Erweiterungen zu schaffen. Hier wäre ein schönes Fleckchen. Hier wäre ein schönes Fleckchen, jetzt mal von dem Faden des Abwassers abgesehen. Hier wäre es auch schön, wobei hier nur hier eine Farm möglich wäre. Und ich möchte jetzt gerne eine Farm bauen. Aber hier wären zwei Farmen möglich. Tja, und sie wären direkt an der Autobahn, an der Autostrada. Kaufen wir uns dieses Stückchen mal hier. Haben wir direkt hier noch ein bisschen Vespucci Beach. Schauen wir mal, was hätten wir noch? Ich denke, das reicht jetzt erstmal. Widmen wir uns weiter der Stadt. So, gucken, was hat der Chirpa gesagt? Unsere Stadt wächst und unsere Industrie auch. Hoffentlich wird das bei den Gebietsbegrenzungen berücksichtigt. Die gute Amanda. Gut, machen wir erstmal die Kamera aus, damit ihr es auch genießen könnt. So, hier haben wir unser Wald. Forstwirtschaftsgebiet. Original Holzprodukte. Gut, wir könnten ein wenig an Gewerbe gebrauchen. So. Hierauf möchte ich. Excellent. So, und hier setzen wir nämlich jetzt kleinere... Oben ist das noch im Wassergebiet? Nein, es ist nicht im Wassergebiet. So. Hierauf setzen wir jetzt... Zwei. Erstmal nur in diesem Bereich. Ebenso setzen wir für den Industriebereich noch weitere Plantagen an. Die werden ja im Laufe des Spiels größer werden. Hoffe ich zumindest. So, oder der? Sehr schön. So, hier haben wir die schmutzige Industrie, die werden wir verlagern. Ich würde mal sagen, hier in den Bereich rein. Gucken, können wir schon Autostradas bauen? Ja, wir können bereits Autostradas bauen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, wie machen wir das denn? Ich würde ja das amerikanische Modell vorziehen, dass hier so eine Art Unterführung ist. Hier in diesem Bereich. Gucken wir mal. So, gehen wir mal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Jetzt werden wir mathematisch. So. Ich würde mal sagen, hier ist ein guter Bereich, wo wir das absenken könnten. Hier haben wir 4, da haben wir 3, das heißt, einen sollten wir noch dranlegen. Sehr schön. So, dürften jetzt 4 sein. Ne, es sind 5. Macht nichts. Nicht damit. 1, 2, 3, 4. So, jetzt aber. So, und dann setzen wir die Absenkung. Ne, das war die verkehrte Maustaste gewesen. Setzen wir dann hier hin. Ein bisschen.
So, senken wir hier schon mal alles ab. Hier auch. Sehr schön. So, Leute, ich muss euch mal kurz unterbrechen. Mea culpa. So. Jetzt machen wir das Fältchen mal ein bisschen größer. So. Sehr schön. Hier haben wir dann auch direkt einen Übergang. So, die beiden kommen weg. Straßenzölle interessieren mich im Moment herzlich wenig. So. Auch hier können wir dementsprechend das anpassen. Es muss hier nicht hundertprozentig sein. Ich meine, es ist nur eine Autobahn, hallo. Altersheim. Nee, brauche ich noch nicht. Dankeschön. Wird irgendwann soweit sein, aber noch brauche ich kein Altersheim. So. Ja, das sollte jetzt eigentlich so nicht passiert sein. So. Schön. Ist hier die Abflachung, ja, die ist in Ordnung, die können wir nehmen. So. Ein wenig abschwächen hier. Schön, aber schief. Ja, sieht aus wie ein Pissbogen. So. Gut, das passt so. Das Netz brauchen wir nur. So, gucken wir mal. Ja. So stelle ich mir das vor. Keine Ahnung, warum der das jetzt nicht konvertieren wollte. So. Sehr schön.
Da das eine Industriestraße ist, ist die vollkommen in Ordnung so. Aber wir müssen natürlich noch eine einfache Straße bauen, die jetzt hier runterführt. Und auch wieder rauchführt. So, jetzt können wir hier die Vorgaben wieder einheften. Dankeschön. So. Halt. Sehr gut. Es muss im Anfang nicht unbedingt schön sein. Ja, schön ist es auch nicht. Aber jetzt müssen wir noch mal gucken, wo kommen denn jetzt hier die... Da ist es. Das wird ein Farmgebiet, ein Hauptfarmgebiet. So, direkt schon mal markieren. Sehr schön. Der Rosenstolz. Ach nee, der Rosenholzsektor. Okay. So, das wird ein Industriegebiet, Industriespezialisierungen. Ja, was nehmen wir denn hier? Agrarindustrie natürlich. Ich frage mich ja, wer auf diese Namen kommt. Dornröschenviertel. So. Nellys Landwirtschaft. Ich hatte gedacht, das frisches Wasser. Wieso haben wir ein Wasserproblem? Wir haben ein Stromproblem. Warum haben wir ein Stromproblem? Das ist am Fluktuieren. Kein Problem. Gar kein Problem. So, was sagt das Wasser? Ja, Wasser ist noch mehr als genug verfügbar. Wir brauchen natürlich den Friedhof, nicht vergessen. So, da setzen wir hier an diese Strecke. Wieso ist dieser Ort bereits belegt? Kann doch nicht sein. Hä? Are you kidding me? So, jetzt aber. So, dann müssen wir das halt ein bisschen umständlicher machen. Nee, andersrum gefällt es mir besser. Gut, und hier setzen wir jetzt den Ort der letzten Ruhe hin. Aber da gefällt mir die Straßenanbindung noch nicht so richtig, wenn ich ehrlich sein soll.
Ach ja, ja, ja. Jetzt aber. Und schon gefällt mir die Straßenanbindung wesentlich besser. Exzellent. So, das Stückchen können wir wieder normalisieren. Strom ist da. Wasser ist da. Strom fehlt. Das ist überhaupt kein Problem. Dafür setzen wir dann an diese Stelle hier. Was steht da? Straßenbahn. Nein, Straßenbahn brauchen wir im Moment nicht. Das Busdepot setzen wir da nicht hin. Wir setzen da einen Park hin. Muss sich ja lohnen. Dafür kommen da die Häuser weg. So. Hier machen wir das. Sehr schön, da können die Leute da nämlich ein bisschen flanieren. Räume. So, Abwechslung ein bisschen. Sehr schön. Und dadurch dürften wir auch das Stromproblem besorgt haben. Ja, haben wir. Herzlichen Glückwunsch. Talforstschaftsgebäude hat Stufe 2 erreicht. Gebietsboni. Effizienz plus 4, Verschmutzung minus 10%. Die folgenden Gebäude wurden freigeschaltet. Biopellfabrik, Pelletfabrik, Möbelfabrik, Sägemehllager, Fürstwirtschaftsarbeiterunterkünfte und ein kleines Baumsetzlingsfeld. Gut. Post. Bomben, öffentliche Transporthubs, Postdienst, Post. Als Sohn eines Postlers weiß ich, kenne ich die Abkürzung für Post. Kennt ihr sie auch? Post steht für Personen ohne sichtbare Tätigkeit. Ein ganz alter Postkalauer. So. Gucken. Müsste sich jetzt relativ schnell ausweiten. Sehr schön. Dürfte vollkommen ausreichen. Warum stehen die leer? Gut. Sehr schön. So, und da an die kleine Straße setzen wir Wohngebiete. Habe ich dann auch schon Wasser? So. Kinderkrankenhaus. Ja, ist jetzt mit dem letzten Add-on dazu hinzugefügt worden. Altersresidenz und Kinderkrankenhaus. Sehr gut. Und hier werden wir jetzt ein wenig eine wunderschöne Wohngemeinschaft hinsetzen. Hier werden wir wieder nach dem gleichen Muster verfahren. Passt ja. Passt wie die Faust aufs Auge.
So, und da legen wir natürlich noch einen Weg nach oben lang. Allerdings keinen, keinen normalen Weg, sondern einen Fußgängerweg, einen einfachen Fußgängerüberweg. So. Na. Manchmal ist das so eine Sache mit der Feinabstimmung. So. Sehr schön. Die ersten Gebäude sind gebaut. Dann können wir hier auch noch die restlichen bauen. Schön. Oh, da fehlt Wasser. Jetzt nicht mehr. So, wir hatten natürlich noch die verbesserte Forstwirtschaft. So, Forstwirtschafts-Arbeiterunterkünfte. Arbeiterunterkünfte erhöhen die Effizienz der Arbeiter im Industriegebiet. Jedes Gebäude erhöht die Arbeitseffizienz um 5% bis maximal 100%. Nebengebäude müssen innerhalb des Industriegebiets platziert werden. Gut. Das werden wir nicht direkt an der Straße legen. Da werden wir wieder eine kleine Zufahrt zuschustern. Und da reicht es vollkommen aus, wenn wir die hier so machen. So, das sind unsere Arbeiterunterkünfte. Kostet eine davon, ist gar nicht mal wenig. So, hier wollen wir natürlich, haben wir eine ganze Menge mit Air Pollution zu tun, aufgrund der Industrie, die hier noch ist. So, was sagt die Uhrzeit? Oh, 22 Minuten bereits. Setzen wir einen kleinen Park hin. Also klein muss er auch nicht sein, so groß darf er aber auch nicht sein. Das ist in Ordnung. So, da drumherum setzen wir einfache Industriegebiete, Wohngebiete. Ob wir hier irgendwie sehr schön. Hier kommt er da runter. Naja, jetzt fängt das wieder an. So, da haben wir einen wunderbaren Aufgang. Da haben wir einen weiteren Zugang. Schon können die Leute wunderbar hin und her. Das drapieren wir noch mit ein paar wunderhübschen Bäumchen. Ein Gebüsch.
Rumuchelsköpfe auch sich nicht beklagen können, dass es nicht genug Grün in unserer Stadt gibt. So, Bäume. Sehr schön. Na gut, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir einen kurzen Cut, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, denkt dran, Support ist kein Mord. Unterstützt mich und meinen Kanal, indem ihr ein Abo da lasst, falls noch nicht geschehen. Ansonsten liken, Kommentar da lassen natürlich nicht vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge von City Skylines. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht es gut. Ciao, ciao.